So Leute, herzlich willkommen zurück zu Crash Bandicoot 4, der letzten Folge vor einer kleinen Pause, die ich angehe. Ersatzüberlegungen, ja. Machen wir mal das nächste Kogo-Level, mal gucken. Das letzte ging ja super schnell, das hatte ich in 10 Minuten fertig. Das davor, da habe ich 40 Minuten für gebraucht. Von daher, ja, bin ich keiner guten Dinge. Hoffen wir, dass es so ein Hybrid wird. Einfach so die 20-Minuten-Folge jetzt gut füllen und dann ist gut. Wenn wir jetzt ganz schnell sind, dann gucke ich vielleicht doch schon mal in die nächste Welt rein. So ein bisschen, ne? So, was haben wir hier? Ja, das lief ja gut. Ich würde eigentlich nur erstmal gucken, was hier passiert. Okay. Okay, ich verstehe, glaube ich, die Problematik leider. Ja. Und schon wieder abgebrochen, die Voice Line. Geilo. Das ist so gut gemacht vom Spiel auch, ne? Uiuiui, das war aber knapp. Deine Mutter. Mann! So ein Mech. Jo, ein Mist. Jo. Als ob mir jetzt noch die fetten Kissen hin platziert. Nein! Wobei, da kann es mir eigentlich egal. Nee, da kann es mir doch nicht egal sein. Hab mich gehört. Oh. Vor allem Hayden hier. 97 haben wir schon. 1997. Bin mal gespannt, wie Coco ausbricht. Weil es wahrscheinlich nie erfahren werden, weil das Spiel scheiße. Oh, weil die Voice Lines abbrechen, wenn man stirbt, was ganz schön dumm ist. Ich denke auch niemand dran, am Anfang einfach mal kurz still zu sein, so von wegen, dass wir nochmal zuhören können. Denken wir mal, oh, spielen, Action, Gameplay, dafür bin ich hier. Mhm. Ja, es ist dumm, was ich da tue, so ein bisschen, aber auch nur ein bisschen. Oh, das geht sogar, geil. Ich könnte es mir erlauben, wenn ich da nicht immer hängen bleiben würde, da oben. Oh Gott, ja. Das tue ich. Ja, komm. Ja, bin ich komplett raus gewesen, weil ich irgendwie gerade vergessen habe, was ich tun muss. Ach, deine Mutter, ey. Da, 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 da. Vielleicht gewöhne ich mir in meinem Urlaub auch mal dieses neue, neuartige Deine Mutter ab. Was ich jetzt auf einmal mal wieder sage. Keine Ahnung, was da los ist. Ich kann es doch nicht sagen, woher ich es habe. Ich war auf einmal da. Ich habe es scheinbar irgendwann mal gesagt, weil es mir in den Kopf kam. Und dann war das... What the fuck? Und dann war es sehr befriedigend. Warum ist sie da gerade. Warum hat sie gerade so lange den Wirbel gerade gemacht? Ich verstehe auch manchmal nicht. Manchmal dauern die Inputs auch immer viel länger als sonst. Gefühlt. Da ist es nicht so. Alter, nimm die mit, du Bastard. Viech. Okay, die Stelle check ich nicht. Bin ich ehrlich mit euch. Okay. Okay, so vielleicht einfach. Das klingt plausibel. Ah, da wäre der Checkpoint gewesen. Nein. Okay. Auch wenn es gerade gefühlt mehr Luck als alles andere war, was ich da gerade so gerissen habe. Ist Brio überhaupt noch da? Wann hört er auf? Weiß es nicht. So geht das, okay. Okay, das habe ich jetzt auf jeden Fall gereiht. Nein! Mach doch nicht diesen. Ich muss bei der Aufwärtsbewegung das dann wieder machen. Dann verschwindet der ganze Scheiß. Okay. Upsala, hi. Kontrolle verloren, was äußerst ungünstig ist. Aber ging nochmal gut. Okay. Genau so, zack.
Zack, zack, zack. Mein Gott, jetzt habe ich irgendwie schon einen Frosch im Hals. Mann! Jetzt ist die untere nicht mit kaputt gegangen. Wow! Stark, stark, stark. 331 Kisten, ey, aber gut, das sind die ganzen Nitro-Kisten, ne? Da. Das ist gar nicht so leicht, das abzutimen, so. Wann ist man denn wieder in der Aufwärtsbewegung? Finde ich voll schwer. So. Na egal. Na! Ja, so. Will ich drüber reden. Uiuiui. Nein, oh, jetzt wollte ich unbedingt ganz schnell weiter. Ich brauche wirklich diese Pause, ne? Ich merke das richtig, wie ich einfach in letzter Zeit nichts mehr geschissen kriege in diesem Spiel. Und wirklich einfach nur noch viel zu lang brauche. Unnötig lang. Vorne Pause, ich muss runterkommen. Ja, danke, dass es mal wieder in der Wirbel nicht funktioniert hat. Mit deinem Maulcortex, das geht mir richtig auf den Sack mit seinen komischen Kacksprüchen, die ich schon 17 Mal gehört habe. 17 Mal. Ja, ich bin ja gerade in Level 17, ne? 17.000 Mal dementsprechend. 1.000 Mal pro Level. Ich muss es mit den Aufwärtswirbeln wieder hinkriegen. Krieg's gerade nicht hin. Ja, dann passiert nämlich, Gott, sowas. Und das ist alles viel zu knapp. Mann, das ist doch scheiße, Mann! Alter, was ist das denn für eine Scheiße? Ich muss da den... Ich bin auch dumm, ne? Ich kann natürlich auch einfach kaputt machen mit einem Wirbel, die Pflanze. Ich kenne sie. Kistenpflanze. Mir fallen gerade auch keine Wörter mehr ein, ist mir auch einfach egal gerade. Hey, ist mal geklappt. Nein! Was tust du? Genau so kann ich einfach machen. Mir geht's gut. Ja, mach ruhig. Doppelt, es ist mir egal. Es geht. Den muss ich auch noch mitnehmen. Alter. Das ist zeittechnisch ganz schön bitchy. Es tut mir übrigens auch echt ein bisschen leid, dass ich so wenig rede, aber... Ich kann halt nicht anders gerade. Ja, jetzt ist wahrscheinlich... Oh! Jesus Christus, okay. So, was haben wir jetzt für spaßige Angelegenheiten hier? Dass ich da direkt beide erwischt habe, war jetzt gar nicht so mein Plan. To be honest. Ja, es ist natürlich... Schaffe ich da nicht mehr raus. Gehst du noch erwischt? Das ist alles. Das war dumm. Das war einfach nur richtig blöd gerade. So, okay, jetzt mal wieder ein bisschen Konzentration. Wie wär's damit?
kann man nicht mehr hindern. Kurz aufgehalten. Bringt aber nichts. Okay, wie komme ich da so schnell durch? Holy moly, ich muss irgendeinen anderen Weg finden, wie es schneller geht. Zum Beispiel so. Was gäbe es denn noch? Krokodile, Dingos. Dingos. Und wieder hören wir nichts. Schade. Das ist so dumm, dass die einfach diese interessanten Gespräche dahinter verstecken, dass du da halt durchkommst, ohne zu sterben. Das ist wieder typisch Crash 4 eigentlich. Ha, du willst Inhalt? Dann sterb mal nicht mehr. So. Und jeder Tod wird bestraft. Ja, fick meine Oma, ey. War dumm, weil ich vielleicht den Boost benutzt habe beim Abspringen. Meine Mutter, ich... Ganz ruhig, Leon. Das ist deine letzte Amtshandlung vorm Urlaub, ja? Dann hast du dir einfach eine Crashpause verdient. Eieiei, okay. Das war wieder dumm, das war genauso dumm wie letztes Mal auch. Dass ich auch wieder nicht den Boost benutze. Was? Warum? Alter, ich bin irgendwo in der Luft abgeprallt schon wieder. Passiert halt auch manchmal so. Das ist auch immer wieder witzig dann. Okay. Wie soll man da so schnell durchkommen? Oh, du Bastard, ey. Mann, ich hasse das, wenn sie einfach manchmal so einen Zentimeter weiter springt und dann einfach das falsch macht. Jetzt habe ich niemals, bin ich irgendwie nicht mal mehr da oben rangekommen, warum auch immer. Man muss es halt so kacke üben, ne? Ich hasse das. Was machst du? Oh. Also war ich gemeint, warum ich so früh schon X drücke zum Abprallen. Ich brauche kurz was trinken. So, vielleicht hilft das ja. Offensichtlich nicht. Ah ja. Die Art von Tod hatte ich jetzt das zweite Mal. Das erste Mal war direkt davor. Schön. Das jetzt auf einmal... Warum? Mach... Hallo? Warum? Warum? Warum geht das jetzt auf einmal nicht mehr? Ich krieg's nicht mehr hin. What the fuck? Ich versteh's gerade schon wieder nicht mehr. Entschuldigung. Was mach ich denn? Ja, danke. Auf einmal geht's wieder, oder was? So, nicht lang schnacken. Einfach machen. Oh Gott, okay. Ich muss hier meinen. Oh Gott, nein, nicht wieder das. Ja, meinen Instinkten folgen, aber das ist nicht so leicht. Okay, aber das ist zu Ende und jetzt weiß ich, wie es geht. Ups. Oh, mach doch nicht den Doppelsprung. Ja, aber die ganze Zeit zurückhalten. Ja, das ist dumm.
Experiment gescheitert. Mhm. So. Ja. Ja. Ah, so. Erscheine. Bäm. Wir haben fertig. Ah, hallo? Sagen. Abgeschlossen. Rückblende abgeschlossen. Ah, schön aber, dass ich bisher noch nie Kisten verkackt habe. So, jetzt haben wir, ja, wir haben jetzt eigentlich theoretisch noch 4 Minuten. Wir können ja, keine Ahnung, ein bisschen in der Statistik rumwühlen, ein bisschen über die Map laufen, ein bisschen labern, ne, das kriegen wir schon hin. Gut gefüllt die Zeit. Ja, wie gesagt, dann war's das. Let's Play ist vorbei. Nein, Spaß. Folge 91. 9 Folgen haben wir noch, dann haben wir die 100. Das schaffen wir. Das sind ja allein noch 9 Level mindestens, die noch fehlen. Wie viele sind denn das jetzt noch? Wollen wir mal gucken. Also hier sind es nur 3 Level, was ich sehr angenehm finde. Warte mal, wir gucken mal. Hier hatten wir alle Kisten. Hier nicht. Und hier hatten wir auch alle Kisten, genau. Also nur einmal alle Kisten sammeln. Das ist ja halt immer das, was am längsten halt dauert. Dafür ist es halt relativ entspannt. Halt nicht mehr sterben, aber wir müssen halt leider, ja. Rückblendband sammeln, hier gibt es keins, ne? Ne. Hier auch nicht, ne? Hm. Nur einmal Rückblendband sammeln in der Welt. Also es wird eigentlich echt entspannt. Ich glaube, die Welt haben wir ruckzuck durch. Und dann das Finale. Ja, hier fehlt nur alles. Hier wird leider auch noch alles. Das wird richtiger Abfuck. Das wird richtig, richtig lange dauern, bis wir hier durch sind. Ja, und dann noch einmal hier. Hier zum Glück nur ohne Sterben, aber Cortex halt, ne? Ja, 4 Level. Also 4 plus 3 sind 7. 7 Level noch. 7 Level, die wir noch absolvieren müssen. Aber mit den Rückblendendingern sind es 4. Also 11. Und wenn ich tatsächlich geizig bin und sage, jede Folge will ich ein Level komplettieren, sind es noch 11 Folgen. Allein das sind über 100, aber es werden wahrscheinlich mehr. Weil, naja, ich brauche ja auch noch für, ich denke mal, hier zum Beispiel das werden separate Folgen. Einmal alle Kisten holen und einmal dreimal sterben, weil einfach dieses alle Kisten damit wird schon eine Stunde gefühlt dauern, weil ich halt nochmal diesen scheiß Edelsteinweg abgehen muss. Ach, richtig ätzend. Aber dann sind wir durch. Dann gibt es eigentlich nichts mehr, was ich euch zeigen möchte. Wie gesagt. Dann haben wir alle nochmal einen Edelstein. Ist so ein bisschen so einfach fürs Ego, ne? Ich weiß, ich krieg dadurch nichts frei, aber es war so ein bisschen zumindest, damit wir ein bisschen Crash Bandicoot-Feeling halt haben. Gehört halt dazu. Ja, dann können wir mal hier gucken. Wir haben ja überall alles. Ne? Nicht, dass ich irgendwo vielleicht mal dumm war und aus Versehen so einen Edelstein gar nicht habe, wo indem ich irgendwie nur rüber gehavert bin und gedacht habe, ich hätte den. Kann man ja immer mal gucken. Genau wie Rückblendenbänder, die eventuell auch noch fehlen. Aber nee. Es sind ja noch 4 Level, glaube ich, in denen es die auch gibt. Ja, das kommt hin. Okay. Hier haben wir alles. Ich bin auch mal gespannt, wie sich das dann in den, Prozentzahlen widerspiegelt. Also wie viel wir dann haben, wenn wir alle Edelsteine haben. Ich hoffe, das steigt dann nochmal ein bisschen was. Weil, naja, jetzt haben wir, ja. Jetzt haben wir immer noch 49%. Seitdem wir das Spiel durchgespielt haben, haben wir 49%. So, da hat sich nichts dran geändert. Ich denke, erst die Gesamtheit aller Sachen. 10 Edelsteine nur noch, ne? 10 Stück nur noch. Das ist so geil. Wo haben wir angefangen? Bei 150 oder so, ne? Beim Komplettieren. Ich glaube. Ah, ja, bald haben wir es, ey. Bald haben wir das Spiel durch, ey. Es ist so schön, doch. Ja, ich denke mal privat, also die Invertiert-Sachen würde ich vielleicht sogar privat nochmal machen. Da hätte ich schon irgendwie nochmal Gelüste drauf. Ich werde euch, ach ja, das möchte ich natürlich auch noch machen, dann irgendwie nochmal eine Folge. Ich nenne es mal Bonusfolge oder halt kurz bevor ich dann quasi das letzte Level mache oder so. Wo ich dann einfach nochmal alle Invertiert-Level zeige. Also nicht alle Level, sondern in jeder Welt ein Invertiert-Level. Damit ihr mal seht, wie das funktioniert. Ich habe ja schon die ersten 2, 3 Welten, glaube ich, gezeigt, aber ich würde dann einfach nochmal kompakt alle machen. Dann haben wir da nochmal eine Folge vor, damit ihr jetzt auch mal seht. Ja. Privat würde ich wahrscheinlich echt noch die invertiert Sachen machen, auch alle Edelsteine. Dafür kriegt man ja auch nochmal eine Trophäe. Sogar 2, nämlich einmal für alle Edelsteine holen, einmal für alle Level einfach nur spielen. Dass wir das dann zumindest haben, oder ich dann habe. Ja, und die perfekten, dann fehlen eigentlich nur die perfekten Relikte dafür die Trophäe. Einmal für alle Platin-Dinger die Trophäe. Und dann halt 100 und 106% Ende. Beziehungsweise 100% Ende dürfte ich dann, glaube ich, mit den zumindest umgekehrten Edelsteinen haben, glaube ich. Also das 100% Ende kriege ich dann auch noch hin.
privat, ja. Aber es ist 106% Ende nicht. Das sind dann, glaube ich, die einzig drei Trophäen, die fehlen. Wir können ja mal, kann ich aber machen. Wobei, jetzt eigentlich ist es das fürs Ende, ne? Wenn wir uns das am Ende nochmal angucken. Ja, jetzt habe ich 71%. Schön. Ist eine okay Zahl, würde ich sagen. 9 Trophäen fehlen auch nur. Aber es sind halt die, ups, warum ist hier Musik? Eigentlich hört die Musik immer auf. Und die Galerie gucken wir uns dann am Ende vielleicht auch nochmal an. Zumindest die hier, die andere kriegen wir ja leider nicht. Alle Kisten in einer beliebigen Dimension. Achso, ja, da müssen wir natürlich plus invertierte. Und das auch plus invertierte, also. Ja. Und hier 100% Ende, 106% Ende. Ach ja, naja, naja, naja. Alle als gesehen markieren. Schön, dass es geht. Aber nee, ich lasse das Ausrufezeichen da, dann denke ich vielleicht dran. Sonst kann es sein, dass ich vielleicht vergesse, weil ich dumm bin. Ah gut, dann haben wir jetzt den 20 Minuten noch gefüllt. Ich habe noch ein bisschen gelabert. Nächstes Mal dann weiter mit der Snacks-Dimension. Ja. Aber wie gesagt, das ist nach meinem Urlaub. Vielleicht, ich weiß nicht genau, wie viel ich jetzt voraus aufgenommen habe, wie viel ich habe. Vielleicht dauert es wirklich nur ein paar Tage, bis es weitergeht. Vielleicht dauert es eine Woche. Wenn ich zu Hause bin, dann wieder hier und nicht direkt Bock habe, wieder aufzunehmen, nicht direkt Zeit. Das kann alles passieren. Ich muss nämlich bald auch ein Referat halten. Und daher kann das schon passieren. Aber ja, wir kriegen das hin. Das Spiel wird beendet. Und ich freue mich sehr auf die beiden Nachfolgeprojekte. Endlich mal wieder was Entspannteres und was Spaßiges. Also Crash-Spiel macht auch Spaß, aber ne? Anders spaßig. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Und ja, macht es gut. Habt schöne Weihnachten. Das seht ihr auf jeden Fall nach Weihnachten. Aber ja. Genießt die paar Tage ohne Crash. Holt auf oder so. Und dann sehen wir uns bald in alter Frische wieder. Also bis dahin. Tschüss.